Weiter geht's mit Skylanders Webforce. Wir müssen jetzt mal mit der Tante reden. Ich kann nicht glauben, dass wir den alten Flashfin höchstpersönlich besuchen. Bist du bereit, zur Schlammwasserhöhle zu gehen und ihn zu finden, Skylander? Aber sicher sind wir das. Und auf geht's zur Schlammwasserhöhle. Die geheime Bucht liegt voraus. Dort lebt der Alte namens Flashfin. Interessant. Ich dachte, wir größer. Hey, Leutchen, für Fische seid ihr niedlich. Sag mal, kennt ihr den alten Flash? Ich komm partout nicht drauf. Flashfin! Nö, ich meine, es ist nur ein großer Fisch, oder? Keiner mit dem Laserstrahlaugen oder sowas. Okay, das ist beeindruckend. Laserstrahlaugen. Oh nein! Was will Chaos mit Flashfin? Wahrscheinlich noch so ein komplizierter Plan zur Eroberung der Skylands, oder? Runter! Flynn, wir dürfen das nicht zulassen. Kein Problemo, wir haben die Skylander. Und wenn irgendjemand das Jumbo-Fischstäbchen retten kann, dann die. Jumbo-Fischstäbchen ist ja nett. Du bist fast bei Flashfin, Skylander. Du musst ihn nur retten. Nur retten? Natürlich. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Ach, sind die das, ja? Dann nehmen wir gleich Luft. Was ist das? Grumblebum-Drescher. Den pulverisieren wir. Was für ein polarisierendes Ergebnis. Stufenaufstieg. Oh yeah. Level 3. Was ist das denn da? Ein Schwimmreifen? Rettungsring! So! Lasst es uns mischen! Wieder mit der alten Kombi. Und unten das Rad ist. Und dann kann T-Charter hier ein bisschen aufräumen. Gehen. So. Da geradeaus ist schon die Schriftrolle, sehe ich gerade. Mal machen wir jetzt mehr Damage mit der Damage, weil wir ja jetzt hier, die Luft ist ja hier stärker, ne? Da unten ist der Fisch. Stufenaufstieg. Schriftrolle gefunden. Du kannst die Schriftrolle in deinen Sammlungen ansehen. Wenn in den Skylands Magie eingesetzt wird, bleibt meistens etwas übrig, was schließlich auf den Wolkenbruchinseln landet. Dort absorbieren die alten Elementarwesen die Magie und heben sie auf, bis es Zeit ist, sie wieder in die Welt zu entlassen. Durch den Ausbruch des Wolkenbruchbergs. Es ist wie Magie-Recycling. Mensch, Magie-Recycling klingt doch ganz nett. Und der Fisch, der sieht so gequält aus. Wie fein! Ich komme ja schon. Armer Fischi. Zack. Ihr bösen kleinen Monster. So, wo gehen wir jetzt am besten lang? Hier ist ja überall was. Momento, so. Jo, erstmal die Kiste. So, das ist schon mal klar. Wir holen die Kiste. Mit Geld. Dann holen wir uns noch nichts. So, wir müssen hinten gleich weiter. Wir sprechen erstmal mit dem Macker hier. Die nervigen Piranhas hauen ihre Zähne immer in die Brücken und machen sie kaputt. Kannst du mir helfen und die drei blauen Piranhas fangen? Ach, mit der Angel? Natürlich, machen wir dann gleich. So, da brauchen wir einen Raketenmann. Ahaha.
So, machen wir mal das. Magna Zone. Auf geht's. Ich hebe ab. Ne, ich glaube, durch die Dings sollten wir nicht durch. So, in Ruhe hier lang schippern. Oh Gott. Ah, ja. We are the best. Noch läuft's ja ganz gut, ne? Gut gemacht. Mampf, Mampf. Autsch. Oh nein, eine Drehung. Aber wir haben schon genug Zeit zusammengesammelt, dass wir hier genug rumfliegen können. Wie blöd. Nein! Will ich immer erwischt werden. Gute Arbeit. Du willst auch gut essen hier, ne? Also verhungern tut man hier nicht unterwegs. Einfach durch. Nein! War schon knapp hier wieder. Aber wir haben noch genug Zeit. Hey, alles hier will mir Schaden machen. Das ist doch auch. Und wir sind durch. Schieß bis zum Ende. Swapzone-Herausforderung freigeschaltet. Oh, drei Kristalle. Das gibt Money. Here comes the money. Hüte 1 von 2. Steifer Strohhut. So, dann wechseln wir nochmal zu unserem Luftfreund hier. Und sammeln dann mal hier die Piranhas, ne? Hier mit dem Sturm! Her mit dem Sturm! R2. Fange die Fische mit der Angel und hole sie ein. Bewege den Schwimmer und versuche den Fisch zu fangen. Steuere an den Strudeln vorbei. Ach so. Drücke, um deinen Fisch einzuholen. Ich hab einen. Oh mein Gott. Ich hab einen gefangen. Hier ist der Schwimmer. Hier. Oh, oh, ich hab wieder einen. Oh, komm her. Ich krieg dich. Oh, wieder eine Piranha gefangen. So, hier hätten wir die blöden Kackers. Jetzt, wo alle Fische aus dem Wasser sind, baue ich dir schnell eine Brücke. Ich setze zur Landung an. Ist ja nett, dass du das gemacht hast. Das sind nur so Aale, die da rumschwimmen, oder? Ist das ein Zauberknilch? Zauberknilch. Sag ich ja, ist ein Zauberknilch. Schön wär's, wenn wir nehmen Zauberknilch. Das wäre glaube ich am effektivsten. Zack, der ist tot. So, hier ist sicher auch noch irgendwo was. Hier kommen wir zum Beispiel rein. Wir können auch zum Beispiel wieder angeln. Ist da hinter was? Was wird uns das Angeln bringen? Fange die Fische mit der Angel und hole sie ein. Vermeide die Aale. Wenn du sie berührst, verlierst du deinen Fisch. So eine Schande. Jetzt aber hier schnell einholen. Da kommt der Aal, da kommt der Aal. Ein Fisch. Geld hat das gebracht. Ach, eine Truhe, die man nur öffnen kann, wenn man dieses Rätsel löst.
Yay! So. Was bringt das denn? Moment, ich habe eine Idee. So, jetzt können wir noch diese grünen dieses Teile hier holen. Und zack, wir haben alles. So, jetzt mal zusammenbringen. Tada! Jetzt haben wir schön Geld. Boah, es gab Gold hier. Das gab Gold. 1800, ey. Haben wir jetzt schon. Können wir die Unterhälfte und Oberhälfte dann upgraden, wa? Billys Ecke. Schlagen mich hier. Und da sind wir schon Level up hier. Hopps. Was ist das?